Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Detroit Become Human. Ja, ich glaube, wir gehen dann doch mal hier unter die Treppe schauen. Lauf schnell, Kara! Connor, was ist hier los? Sie ist hier! Melden Sie das! Wo ist sie hingelaufen? Da lang, sie sind auf dem Weg zum Bahnhof. Alles klar, dann mal hinterher. Einmal Vollgas, bitte. Sie sind da drüben. Okay, vielen Dank für den Hinweis. Nicht schießen, wir brauchen sie lebendig. Oh verdammt, Wahnsinn. Gut, dann schauen wir mal. Sie dürfen nicht entkommen. Werden Sie nicht. Sie schaffen es nie auf die andere Seite. Das Risiko nicht eingehen. Hey, du bringst dich nur um. Du verfolgst sie nicht, Connor. Das ist ein Befehl. Ja, alles klar. Ja. Ich glaube, ein-, zweimal kann ich es mir leisten. Habe ich nicht lange genug noch weiter gedrückt. Bist du okay? So. Sehr schön. Ja, da gab es wieder viel zu tun. Genau, also da oben werden wahrscheinlich dann die Sachen mit Dings gewesen sein. Also wenn man dann im Hotel oder auf dem Parkplatz gewartet hätte. Entsprechend. Wie sieht es eigentlich mit den weltweiten Statistiken aus? Schauen wir mal. Okay, 44% waren im Haus. In Ordnung. Ja genau, da hätten wir das Geld noch klauen können. Aber ich meine, er meint es ja auch gut eigentlich, der Ralph. Von daher. 30% haben die Dings gefunden. Die Leiche. Sehr schön. Ja, das passt. Aber wir hätten noch was überprüfen können, sehe ich gerade. Ah ne, wahrscheinlich wäre das dann der Fall, dass das Hank reingekommen wäre. Okay. So. Ganz eine Menge andere Möglichkeiten gehabt. Gut, wie sieht es bei den Freunden aus? Ah, die haben natürlich auch das Haus, ja, gewählt. Beziehungsweise der eine. Ja. Haben sie dann für weiß entschieden. Okay.
So, sonst haben sie, glaube ich, auch alles soweit. Einen Tisch haben sie nicht untersucht. Küche auch nicht. Ja, wahrscheinlich auch dann, ja. Da haben sie tatsächlich dann Connor hinterhergeschickt, sehe ich gerade. Alles klar, aber haben es wohl doch geschafft. Gut. Das wäre das, dann können wir weitermachen. Gut. Mehreren Quellen zufolge hat CyberKnife die Polizei von Detroit mit einem neuen Detective-Androiden ausgestattet. Es werden zwar schon seit einigen Jahren Androiden-Polizisten eingesetzt, doch dies wäre das erste Beispiel eines Androiden, der bei Ermittlungen tatsächlich eine aktive Rolle übernimmt. Wir warten CyberKnife um einen Kommentar. Okay, schauen wir mal. Ah, stimmt, wie war das mit den Graffitis jetzt, ja? Okay. So. Wohl. Mister, haben Sie etwas Kleingeld? Gerade nicht, tut mir leid. Gut, dann hätten wir das nächste Graffiti. Da haben wir noch ein Magazin, sehr gut. Ich weiß, echt verrückt, oder? Ja, ja, klar, wir reden. Ah ja. Genau. Hat es an den Android noch? Also ist jetzt Verhandlung ausgeschrieben, sozusagen. Ja, ich glaube, sonst sollte hier erstmal nichts großartig sein. Ich habe gehört, dass die Sachen. Ich habe schon das nächste Graffiti. Gerade gucken. Wissen Sie, wo Jericho ist? Wohl nicht. So, die Symbole werden ja einmal da oben. Und dann nochmal hier. Da brauchen wir zweimal Stern, einmal die Raute. In Ordnung. Weiter geht's. Da hinten scheint es wohl weiter zu gehen. Gut, gut. Na, mit euch können wir nicht interagieren.
Na dann. So, ah ja. Einmal. Aber müssen wir bei der Raute bleiben, okay. Alles klar. So, das nächste Graffiti. Ist aber nicht das. Da kommen wir auch, glaube ich, nicht so gut rüber. Wollen wir mal? Ah ja. So, Symbol allerdings verdeckt. Können wir hiermit schon mal anfangen. So, die zwei haben wir schon mal. Ja, ich denke, da wird dann, da ist das dritte. Gut. Na gut. Wir machen es halt mal weg. Jetzt sie aber schon zusammenreiben könnten. Wahrscheinlich der Algorithmus nicht gut genug dafür. Hey Ma'am, haben Sie Kleingeld? Sehr gut. Dann schauen wir mal weiter. Ist hier noch irgendwas Interessantes? Ich glaube nicht, ne? Ja, das dürfte das da oben sein. Guck mal, es gibt Discounts. Sehr gut. Dann schauen wir uns hier nochmal auf dem Schrottplatz um. Ah ja. Ein kaputter Android, der einfach weggeschmissen wurde, wie halt viele andere auch. Okay. Dann. Ja, drei Symbols finden, wahrscheinlich auch wieder eins außerhalb. Oder sogar mehrere außerhalb. Jupp. Okay. Schön, dass der hier so steht. So, wahrscheinlich muss ich von hier ziehen. Ja. Dann komm doch mal mit. Sehr schön, dann können wir uns den Rest noch anschauen. So, das haben wir. Nummer 2. Und... das dritte ist wohl ein bisschen besser versteckt. Oder muss ich dafür nochmal runter? Naja, ich glaube nicht.
Da ist es. Ja, dann können wir jetzt genau planen, wie wir das machen. Können einmal springen oder halt an der Wand entlang laufen. Ja, dann da hoch. Ja, ich glaube, das sollte passen. Sehr gut. Haben wir denn hier sonst noch was Interessantes? Da geht's runter und da dürfte dann das nächste Graffiti sein. Gut, gut, gut. Alles klar, aber ich glaube, hier dürfte auch noch ein Androidenkörper sein. Wo uns dann das Ding anschauen. Hinten vielleicht? Irgendwo sollte noch einer sein. Vielleicht kann der Scan ja helfen. Ja, und hier ist dann, okay, ab hier geht er dann direkt ins Dings weiter. Da ist er. So, jetzt. Drei Stück. Dann eins. Zwei. Und. Das wird schwieriger. Hier irgendwo? Da. Nein. Alles klar, so. Wir können einmal links, einmal rechts. Dann schauen wir das vielleicht mal an. Hier rum. Ah, okay, das wäre zu hoch. Gut. Dann springen wir daran. Ja. Ich denke, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Sehr gut gemacht. Gut. Ja, aber ich denke, dann können wir uns hier noch mal ein bisschen in der nächsten Folge umschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.